Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich mache jetzt viele Vlogs in letzter Zeit, weil es sich einfach auch ergibt und weil ich immer von der Lok einen Vlog mache, die ich gerade hier habe. Jetzt sitze ich gerade im Zug der D4 in der Eisenbahnetour, ziemlich weit hinten. Also ich weiß nicht, ob man was hört, aber weiter vorne wurde reserviert. Und ja, deswegen sitze ich jetzt eben hinten. Aber ich kann euch ja trotzdem mitnehmen auf diese Fahrt. Die Eisengarnitur hat jetzt auch ihr Farbkleid gewechselt. Sie ist jetzt grün, nicht mehr orange bis gelb, wie auch immer man es nennen wollte, wie früher, sondern jetzt eben grün. Und ja, sie heißt Eisengarnitur, weil die Verkleidungen und so komplett aus Eis sind, nur die Bänke sind aus Holz. Und bei den anderen Garnituren ist das halt alles aus Holz. Sie hat auch einen Eisenboden, wie man hört. Das war jetzt gerade eben der Eisenboden. Bei den anderen ist da halt Holz, oder es liegen Holzplanken auf diesem Gitter drauf, das da eigentlich drunter ist und das ganze Gewicht trägt. Ja, wir stehen gerade am Hauptbahnhof, unschwer zu überhören. Zu erkennen meine ich natürlich. Und ja, die D4. Gelb bis orange. Je nach Definition, für manche ist es gelb, für manche ist es orange. Und ja, sie hat ein Dreilichtspitzensignal in A-Form. Das heißt, oben ist das einzelne Licht. Sie ist vorne, also jetzt kommt die Beschreibung für alle, die sie nicht kennen vom Sehen her. Vorne geht sie erst hoch, ungefähr auf 2/3 der Lokhöhe. Dann geht sie nach hinten für 1,5 bis 2 Meter. Dann geht sie nochmal hoch auf die komplette Lokhöhe, das ist die Vorderseite vom Führerhaus. Sie hat auch Dachvorsprünge wie die D3 und hinten geht sie dann eben wieder runter. Dann hat sie noch einen Anbau, das heißt sie geht nochmal gerade, einen halben Meter ungefähr, und dann geht sie ganz runter wieder. Sie ist, wenn ich mich richtig erinnere, 4,8 Meter lang, hat 48 PS, ist 3,8 Tonnen schwer, wenn ich mich richtig erinnere. Und heißt Jakob, benannt nach Jakob Passweg. Das war der Herr, der die Lilliputbahn nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekauft und wieder aufgebaut hat. Sie wurde 1967 von Tobisch gebaut. Tobisch war der Nachfolger von G-Bus, die D1 gebaut haben. Also sozusagen der Nachfolger. Sie haben viel von G-Bus übernommen, von den Arten, also von der Art her, wie sie gebaut haben. Die Lok hat die Achsfolge BB, das heißt auf jedem Drehgestell ist eine Achse angetrieben, bei der hier ist es die innere, wie so oft. Die äußere wird über Kuppelstangen mitgenommen, weswegen sie auch Stangendiesel genannt wird. Oder von Leuten, die sie nicht so gut kennen, wird sie die neue genannt, weil sie halt angeblich sehr neu aussieht. Was auch stimmt, 1991 wurde sie abgestellt, 2008 bis 2010 eine Renovierung und Reaktivierung unterzogen. Und ja, seither trägt sie eben ihr aktuelles Farbkleid, hat einen Deutz F4L 812D Motor eingebaut, eben mit 48 PS und einer Höchstgeschwindigkeit, sie ist abgeregelt übrigens, von 25 km/h, sie könnte wahrscheinlich schneller. Hinter dem Deutz Motor hängt nämlich eine Strömungskupplung. Das ist ein Gerät, da wird von einem Schaufelrad ein Öl in Bewegung gebracht. Und dieses Öl dreht dann ein Schaufelrad. Und das Schaufelrad bewegt dann über ein Zahnradgetriebe und verschiedene Wellen und Stangen und so eben immer die innerste Achse der beiden Drehgestelle. Das heißt im Prinzip Motor, Pumpe, Pumpe bewegt Öl, Öl bewegt Schaufelrad, Schaufelrad über Getriebe bewegt die Räder. Das ist sozusagen die Antriebskette von dem Ding. Und ja. Horn hat sie ein zweitöniges. Sie hat, also vom Führerstand her ist sie ein bisschen anders. Sie hat nämlich kein Gaspedal und keine Kupplung, sondern sie hat links einen Fahrstufenhebel, mit dem sagt man dem Motor einfach nur, wie schnell er laufen soll. Der bewegt, also der treibt dann die Pumpe an. Vor diesem Fahrstufenhebel, vorne unter der Scheibe, ist der Richtungsschalter. Den kann man eben nach vorne oder zurückstellen. Rechts hat sie einen Bremshebel und zwischen den Hebeln hat sie senkrecht stehend unten eben so ein, also das Panel mit den ganzen Kontrolllampen und so. Rechts unter dem Bremshebel ist noch, falls der Bremshebel irgendwie versagt, die mechanische Bremse, das heißt, da kann man die Bremse auch noch anziehen.
Der Bremshebel oben ist sozusagen nur eine Verlängerung, damit sie leichter zu bedienen geht. Die Lok hat eine Scheibenbremse und die Wagen ja die übliche Klotzbremse. Und ja. Sie klingt ganz anders als die anderen Loks, die haben nämlich alle 2 Zylinder hier, die Maschine hat einen 4-Zylinder. Sie läuft auch runter. Und ja. Ich schaue nur kurz auf die Uhr, wann wir abfahren. Okay, wir fahren in 1-2 Minuten ungefähr, fahren wir. Ja. Aber es fährt gleich los. Eben die Eigengarnitur hat Anfang dieser Saison ihr Farbkleid zu grün gewechselt. Sie hat einen Sitzplatz weniger als alle anderen Garnituren, nämlich nur 89. Die Bänke sind etwas kürzer, wodurch man ein bisschen unbequemer sitzt. Sie sind auch kantiger gebaut. Bei den anderen sind die Bänke ja relativ rund. Bei der Eisengarnitur sind sie sehr kantig. Das heißt nicht so ergonomisch, sage ich jetzt mal. Und ja, die Armlehnen und so sind natürlich auch aus Holz, aber die tragenden Elemente sind hier eben aus Eisen. Wobei ich eher glaube, dass es Stahl ist, aber man sagt halt Eisen. Die Lok hat auch mal mit Pflanzenöl fahren sollen, hat der aber auch den Motor mehrmals verstopft. Ja, logischerweise irgendwie. Ich meine, die sind für Diesel gemacht und nicht für Pflanzenöl. Zumal das war das Frittieröl vom Restaurant Luftburg, da waren sicher noch einige Rückstände drin, auch wenn man versucht hat, sie rauszugeben. Aber es hat halt einfach nicht gepasst, das ist irgendwie logisch. Sie fährt jetzt stattdessen mit einer riesen Rauchwolke immer. Also immer beim Gas geben kommt eine riesen Abgaswolke raus. Na bitte, und wir fahren. Genau, allein hier an den Schienenstößen hört man schon, dass die Garnitur aus Eisen ist. Man hört nämlich den Boden vibrieren und sie ist viel lauter als die anderen. Deswegen garantiere ich nicht, dass ihr mich versteht. Probiert es einfach. Irgendwie hat die Garnitur ein Problem mit einer Achse, die klingt eigenartig. Die scheppert so komisch wie eine Achse da. Genau, das war's jetzt wieder. Das jetzt auch. Jetzt auch wieder, also. Ein bisschen eigenartig. Aber es ist nicht schlimm. Einfahrt bei Schweizerhaus. Und wir warten. Ja, bei Schweizerhaus gibt es jetzt neuerdings auch einen Kartenverkauf. Mir ist zwar immer noch ein Rätsel, wo das Häuschen ist, aber ja, es gibt es auf jeden Fall. Wenn ihr das Häuschen oder den Standpunkt vom Kartenverkauf mal gesehen habt, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben, wo das jetzt ist. Weil ja, ich war hier bei der Station dieses Jahr noch nicht.
bin ich noch nicht ausgestiegen. Und deswegen konnte ich es da noch nicht rausfinden. Ich bin schon wieder mit der letzten Fahrt unterwegs. Zufall, glaube ich zumindest. Ne, diesmal war es sogar Absicht. Ich will nämlich einfach noch so lange fahren wie möglich. Und ja, hat sich gelohnt, dass ich nochmal rübergekommen bin. Na bitte. Also vor diesem Übergang, da waren ja so kolte Wellen. Na, man hört es an sich eh gleich. Jetzt kommt noch eine Kurve. Genau. Und jetzt ist einfach Rotondegleis. Übergang Kilometer 1,1. Wahrscheinlich hier gleich weiter. Gehe ich zumindest von aus. Na bitte, geht weiter. Thank you.
geht's schön durch den Wald. Ich rede jetzt bei diesem Vlog nicht so viel, damit ihr den Sound genießen könnt. Wahrscheinlich auch nicht, weil wir weiter hinten sitzen. Also wir können hier sitzen bleiben. Ich drehe mich bei der Abfahrt dann um. Dann seht ihr nämlich die Wendeschleife, also auch mal auf der anderen Seite aus der Wendeschleife. Thank you.
nehme euch dann bei der Abfahrt noch mit, da kann ich euch dann nämlich die Eisgarnitur nochmal von außen zeigen. Kilometer 2,7 auf der Rückfahrt. Genau, und jetzt fährt der Zug weg. Der Zugbegleiter hat sich gerade von mir verabschiedet. Und weg ist er. Der Zug. Ich verabschiede mich jetzt auch schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ideen und sowas bitte gerne in die Kommentare und auch, ob ich mehr oder weniger reden soll. Ich habe jetzt in fast allen Vlogs sehr viel geredet, aber in dem jetzt eben weniger oder nur, wenn die Bahn stand, weil ich euch eben den Sound auch genießen lassen wollte. Was euch lieber ist, bitte in die Kommentare schreiben und ja. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Lasst unbedingt ein Abo und einen Daumen nach oben da und ja, viel Spaß noch.